Guten Morgen, hallo wach. Wir haben, was haben wir denn heute? Den 7. Oktober und es ist 7:27 Uhr, wenn ich diesen Film über den Nasdaq mache. Gestern war der Dow dran, heute ist der Nasdaq dran und ich mache den halt früh am Tag, damit ihr vielleicht noch dementsprechend agieren oder reagieren können. Was ein Gemetzel gestern Abend. Meine Güte, wirklich wahr. Trump sei Dank, anders kann man es gar nicht sagen. Man muss immer damit rechnen, dass heute dann so eine Gegendarstellung kommt, so von wegen, ich habe es doch so gar nicht gemeint, hinter den Kulissen wird weiter verhandelt und, und. Ja, damit muss man einfach rechnen. Aber was da gestern Abend dann los war, das war überraschend, das kam alles aus dem Nichts. Sieht man an dieser schönen schwarzen Kerze. Aber eins nach dem anderen. Ich mache den Chart mal ein bisschen größer, dass Sie sehen, was da momentan passiert. Von dem All-Time-High sind wir ordentlich gefallen auf die 10.666. Und wir haben bisher lediglich, naja, lediglich, immerhin das 50er Retracement, sehen Sie hier, zurückerobert, sind drangestoßen und haben den Kampf letztendlich verloren. Jetzt sind wir auch durch gestern wieder unter diesem 38er Fibonacci Retracement und wir hängen an 10- und 20-Tage-Linie. Von daher, die Bänder sind eng, wir sind in der Mitte der Bänder, relativ neutral, ohne Signalwirkung. Wir sind leicht negativ über das MACD. Seht ihr hier, die Histogramme werden schwächer. Aber wir haben ein neues, frisches Verkaufssignal über den Oszillator. Also das heißt, ich würde sagen, der Markt hat ein Risiko von 65 zu 35. Ich möchte den nicht long gehen. Und jetzt versuche ich das von der psychologischen Seite her auch nochmal. Es ist ja so, dass manche Leute haben ein Heidinteresse, dass der Markt hochgeht, sind positiv gestimmt, kaufen das. Und dann kriegen die innerhalb von 2 Stunden so richtig eins auf die Nase. Ich glaube nicht, dass die dann nochmal den Mut haben, heute wieder reinzukaufen. Das glaube ich einfach nicht. Diese Bereitschaft des Kaufens, die sinkt. Und das macht Shorts bzw. fallende Kursen leichter. Die Unterstützung für den Markt, die geht ein bisschen weg. So sehe ich das vor dem Hintergrund der Psychologie. Jetzt will ich mit euch mal auf die Stunde gehen. Weil über 4 Stunden konnte man das auch nicht sehen. Über eine Stunde sehen in dem Sinne nicht, aber es gab hier ein ganz gutes Verkaufssignal. Das war hier, über die Stunde. Wir haben hier ein Shooting Star-ähnliches Gebilde, aber der zählt nicht. Der muss höher sein. Ja, also der Docht muss irgendwo hier oben sein, dann wäre es einer gewesen. So ist es, sieht so aus wie einer, ist aber keiner. Egal wie, hier, wo jetzt die Maus ist, war das Verkaufssignal. Ich muss gerade mal schauen, wie viel Uhr war denn das? Das war um 16 Uhr rum, war das Verkaufssignal. Und ich mache es dann so, ich versuche dann den Stop relativ kurz hier hinterzusetzen. Hätte ich das gemacht, ich war nicht im Markt drin, weil ich war weg, wäre ich auch hier nochmal ausgestoppt worden. Ja, blöd, gell? Also es ist schwierig. Aber wir haben jetzt hier eine Unterstützung, einmal im Bereich 11.200. Einmal. Da muss ich nochmal auf den Tageschart zurückgehen, da sieht man es ein bisschen besser. So, hier. Wo sind wir jetzt? Da. Mal auf das Fadenkreuz achten. Wir haben jetzt hier 10- und 20-Tage-Linie im Bereich 11.218. Wir haben diese Unterstützung, 11.197. Die wird bestätigt von hier hinten. Einmal hier, dann hier, also hier war es Widerstand, hier war es Unterstützung. Das heißt, dieser Bereich um 11.200 ist schon ganz gut, aber wehe, der hält nicht. Dann habe ich als nächstes nur das Gap hier vom 25.09. und da bin ich bei 11.149. Das ist nicht viel, das sind 50 Punkte. Aber damit will ich sagen, dieser ganze Bereich hier ist schon eine ganz gute Unterstützung. Das heißt, der kann hier jeden Moment halten und vor dem Hintergrund eines eventuell kommenden guten Kommentares kann das auch reichen, als Sprungbrett benutzt werden. Bei mir wird der Markt grundsätzlich erst wieder positiv, wenn wir diese Kerze hier, das letzte Zwischenhoch, bei 11.610 überbieten. Vorher nicht. Das ist nämlich auch gleichzeitig das obere Band. Also 2 Komponenten, die da zusammenkommen. Sehe ich momentan nicht. Das Ding macht mir hier Bedenken. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir eher nochmal hier irgendwo in diesem Bereich runtergehen. 10.900, 10.850. Und da muss man neu überlegen. Ich habe euch mal einen Schein mitgebracht. Da habe ich ein bisschen Magenschmerzen mit, aber ich will den nennen. Für den Fall. Oder wieder erwarten, der Markt auf einem, dass der Markt sich auf einmal wieder erholt und hier drüber geht, über die 11.600, kommt so eine Option hier in Frage. Das ist ein 11.004er, Obacht, 38er Hebel. Das ist die Kennnummer GF3JCE, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. GF3JCE. Genau genommen muss ich aber hier drunter gehen.
für den Fall, dass ich positiv bin, ich bin es im Moment nicht, ja, muss ich unter die 10.666 gehen. Und da komme ich auf sowas hier, 10.641. Das ist ebenfalls ein Open-End-Schein, der hat dann nur noch einen Hebel von 17. Und das ist die Kennnummer GF02AQ. GF02AQ. Da liegen wir also hier drunter. Ich habe kein Kaufsignal, deswegen macht das für mich keinen Sinn. Aber ich bereite diese Scheine gerne vor, damit ich sie habe. Ich kann die dann noch beobachten, wie schnell die sich bewegen, wie sich die Aufgelder bewegen. Einen Short kann ich konservativ hier hinterlegen. Aber das ist mir persönlich zu weit weg. 12.422. Also ich mache den ganz frech hier hinter. Und zwar 100 Punkte dahinter. Das wären also so rund 11.700. Da ich die Fibus sehr mag, gehe ich sogar noch eine Ecke höher und zwar hinter die 11.751. Also Short gedrückt, Hebel hoch und hier ist so ein Freund. 11.756 liegt also hinter dem 61,8er Retracement. 11.756, das ist der Open End Put mit der Kennnummer GF2CGV. Gustav Friedrich II, Cäsar Gustav V wie Veronika. Vogel V. So habe ich das früher mal genannt. Vogel V. Da gehe ich hin, weil ich sehe keinen, also das hier drunter, das ist mir zu heiß. Im Moment präferiere ich die Abwärtsbewegung. Da muss man jetzt mal schauen, wie schnell das geht. Bei mir haben die Fangaktien gestern Verkaufssignale gegeben über den Oszillator. Das sieht also genauso aus wie das hier. Ich mag es momentan nicht so und ich habe ganz viele Mails bekommen, oh je, ich habe mein Konto zerschossen. Ich glaube, das waren fast 60 Stück. Bleibt klein. Die Bewegungen sind innerhalb ihrer Range so schnell, so stark, so akzelerierend. Da kann man natürlich ein Vermögen mitmachen, wenn man auf der richtigen Seite ist, aber man kann auch richtig was verlieren. Also bleibt klein, das ist der sinnvollste Tipp, den ich euch geben kann. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.